Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Karl-Friedrich Krause und Sie sind hier bei Harte für die Galerie Gips im nächsten Jahr 20 Jahre. Jetzt möchte ich aber erst das Mikrofon an den Ted übergeben. Den Ted habe ich vor, glaube ich, 6 Jahren kennengelernt, das erste Mal. Damals hatte er schon 6 Jahre das Management, das sind 6 Jahre, vielleicht sogar 7 Jahre, das Management von James Gill übernommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite hier in Regensburg. Ich habe mir überlegt, wie beginne ich diese kurze Laudatio auf die Ausstellung Marilyn Monroe Paintings von James Francis Gill. Nun, ich wollte es mit einer Anekdote beginnen. Und zwar hat ein Sammler zu Hause zwischen Küche und Esstisch eine Marilyn von James hängen. Vor einiger Zeit war die Nachbarin da. Sie hat das Bild gesehen und die Aussage war dann, die ist so schön, die sollte jeder bei sich zu Hause hängen haben. Das ist jetzt natürlich eine subtile Botschaft, vor allem in einer Galerie, in der heute ausschließlich die Marilyns von James gezeigt werden. Und die Frage ist daher, was hat man denn da eigentlich zu Hause hängen? Warum ist genau eine Marilyn von James Francis Gill so etwas Besonderes, so etwas Einzigartiges? Einmal die Frage an Sie ins Publikum. Was denken Sie, wie viele Künstler weltweit haben Marilyn Monroe porträtiert? Also die Frage lässt sich natürlich nicht seriös beantworten, aber Tausende kommt sicherlich gut hin und man kann es Ihnen nicht verdenken. Lawrence Schiller, der Fotograf, der Marilyn Monroes berühmte Poolaufnahmen gemacht hat und der die letzten Tage vor ihrem Tod mit ihr verbracht hat, hat Folgendes geschrieben und ich zitiere: Sie war der Traum eines jeden Fotografen. Ihre Haut glänzte, ihre Augen funkelten, ihr Lächeln provozierte. Sie fühlte sich vor der Kamera so sicher, dass ihr Selbstbewusstsein ansteckend wirkte. Sie war eine schöne Frau, ohne Frage, aber das war nicht der Grund, warum James Francis Gill sie als Thema aufgriff. Er hat damals erkannt, dass es mehr zu erzählen gab. Und sein Triptychon von 1962 erzählt deshalb bereits kurz nach ihrem Tod von links nach rechts ihre komplette Lebensgeschichte. Vielschichtig und mit Tiefgang. Ja, Gills Triptych war eines der ersten Kunstwerke überhaupt, welche die Monroe nach ihrem Tod zeigte. Aus der damals gerade entstandenen oder entstehenden Pop-Art-Bewegung waren es zwischen 1962 und 1967 gerade einmal 6 Künstler zusammen mit James Gill, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Marilyn Monroe als Kunstikone etabliert wurde. James Gill, Andy Warhol und James Rosenquist waren 1962 dabei die ersten. Und wir werden gleich einen kurzen Film anschauen, der diese historischen Ereignisse kurz zusammenfasst. When James Francis Gill arrived in Los Angeles. Ja, meine Damen und Herren, am Anfang meiner Rede habe ich gefragt, was macht denn eine Marilyn von James Francis Gill aus oder was ist so besonders an ihr? Und wenn wir jetzt heute die Kunstwerke von James Francis Gill anschauen, dann stehen diese Werke für bedeutende Kunstgeschichte. Für das Leben Monroes, für Tragik und für Freude gleichermaßen. Der Kanon der Künstler der Pop-Art, die den Grundstein zur Legendenbildung um Marilyn Monroe gelegt haben, beeinflusst uns und viele andere Künstler bis heute. Abertausende kopieren diese Werke bis heute oder variieren sie. Das Entscheidende dabei ist, James ist nicht die Kopie, er ist das Original. Zusammen mit einem kleinen Kreis von bedeutenden Pop-Art-Künstlern. Jede Marilyn, die wir hier sehen, ist somit ein bedeutender Teil seiner Geschichte. So James, would you like to say a few words to the audience? Well, I don't understand German, so I missed most of this. But there's a bunch of fancy words. And of course it was just my life and I was just making paintings. But put together in a video like that, it's real impressive.
I really appreciate all of y'all being here, and I'm really impressed when people like my paintings. I just sit down and do what I like, so thank you very much for coming, and maybe I'll meet you at the table back there. Thank you very much.